Ich freue mich, dass Sie dabei sind am Freitagabend bei Was gibt es Neues? Heute mit Michael Nevalani, Ulrike Beinpold, Lukas Resetaritz, Florian Schäuber, hey, und Viktor Gernot. Der zweite Freitag im Oktober, heute ist Weltei-Tag. Die Genitivbildung ist problematisch, wenn du Kinder hast und sagst, heute ist der Welttag des Eis. Und die freuen sich auf Himbeerschokolade. Das Ei, yes. Jetzt im Oktober. Ja. Du hast die Welttagsfrisur. Mhm. Bei wem? Ich komme wieder beim Welttag des Bowling. So. Und das Lustige ist, die erste Frage hat tatsächlich mit einem Ei zu tun. Ich möchte nämlich wissen, worum handelt es sich bei einem Donnerei? Das ist ein Osterei, das schon am grünen Donnerstag gefunden wird. Na, das ist ein Ei, das die Henne gelegt hat, wie es gedonnert hat. Da hat es gedonnert, dann hat sie sich geschreckt, uff! Und dann ist das Ei raus und das ist das Donnerei. Nein, ich glaube, es ist ein Ei, das unabsichtlich gelegt wurde. Die Henne wollte nur donnern, also einen vorn lassen. Ja. Und es kam aber... Da ist ein Material mitgegangen. Quasi Material mitgegangen. Ja. Ja. Ah, oh, das ist ein ja Springei. Schau, das ist lustig. Es ist oft schwer für Händel. Ja? Was? Lass jetzt den Schaß oder wird es doch ein Ei? Ja. Kann man nicht immer einen Unterschied sagen. Du, Entschuldigung, Nia, dein Ei macht Lärm. Donner? Apropos Lärm, ja, das macht, ja, ein Donner. Wenn man es dann öffnen würde. Ja. Ich weiß ja nicht, in welchem Aggregatzustand, ob gekocht oder nicht gekocht, ob ein 3, ein 5 Minuten, ein 7 Minuten, das weiß ich jetzt nicht. Aber sobald man die Schale öffnet, entweicht ein Geräusch, das dem eines Donners gleicht. Ah. Deswegen Donner. Das aber wodurch wird das ausgelöst, das Donnern? Ich bin weder Ornithologe noch Chemiker noch Physiker. Ich weiß es nicht. Okay. In dem ich glaube, das ist ein Missverständnis. Das ist nicht Donnervögel, das ist Dornenvögel. Was du meinst. Schwulenvorrat ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich muss ihm näher noch was sagen. Ja. Ich muss zum Arzt, weil die Uli hat gesagt, dein Ei macht Geräusche. Schau bitte zum Urologen. Das ist ja eine Kinderüberraschung. Ne? Dieses Ei macht auch Geräusche. Oder wenn jemand eine außergewöhnliche, ungewöhnliche Physiognomie hat und in die gemischte Sauna geht und die Leute werden des Eies ansichtig und sagen, Donnerwetter. Ja. Wir sind eigentlich wieder ja. Vielleicht... da schaust du hin. Nein, er zeigt her. Hörst du mir zu? Ja. Die Leute. Die Leute. Ja. Ich bin immer nur in der Damensauna. Ja. Ja. Damit du ein Ei zum Hinschauen hast. Okay. Oh. Vielleicht heißt es Donnerei, nicht Donnerei. Jesus, ich habe mich verlesen. Was ist eine Donnerei? Gewitter. Gewitter war die richtige Antwort. Danke, Lukas Resetaritz. Jesus, wie peinlich. Was jetzt? Ja. 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 Die zweite Frage ist, was ist ein Schweinerei? Nein, ich habe mich verlesen, es ist ein Redaktionsfehler. Und wie heißt das jetzt? Was ist eine Donnerei? Und was ist eine Donnerei? Wir haben einen Redakteur, der beschäftigt sich jetzt mit Meteorologie und es ist ihm was reingerutscht. Aber was ist eine Donnerei? Ja, wenn es schäbert. Wenn es donnert. Das war die Frage? Ja, weil das ihr glaubt wirklich. Das darf ja nicht passen. Gibt es ja nicht. Uli. Was für eine Eselei. Ich meine, aber Entschuldigung, sie hat sehr lange an der Burg gespielt. Das war wirklich, das war burgreif von dir, wie du das gespielt hast. Aber wow. Aber ich habe mir gedacht, die Frage war dann einfach. Ich wollte jetzt gerade auflösen, weil auf Englisch heißt sie auch Thunder Egg. Und Donnerei heißt sicherlich nicht auf Englisch Thunder Egg, sondern Thunder Rye. Ja. Thunder Rye. Thunder Egg. Es ist ein Donnerei ist ein Thunder Egg. Oder aber vielleicht, wenn du wirklich der Blitz, der Donner, die Form eines Eis, ja? Hat ein Donner die Form eines Eis. Nein, Donner hat die Form eines Eis. Ich habe schon lange mit Kahn mehr gesprochen, kannst du nicht sagen.
Donner Summer vielleicht. Ja. Ich kenne einen gewissen Donner vom Namen her und der hat wirklich ein bisschen eine Eiform. Also, ist vielleicht der Donner oder das Donner? Das ein, na, lass mich ausreden. Bitte, das ist unbedingt. Das Eidonner. Lass mich ausreden. Das ist ein Vögelchen oder ein Reptil. Ein Schlangerlchen, ein Eidechserl kommt das mit nicht? Namen Donner und dann ist einfach der Ablegling davon das Donnerei. Aber das ist doch aus Rigoletto. La Donna e Mobile. Ja, Donna e Mobile. Genau. Ja. Nein. Donna e Mobile. Es ist eine Gesteinsform und die kann dann entstehen, wenn ein Vulkan donnernd ausbricht und die Lava rasch erkaltet. Tata! Dadurch entstehen dann Hohlräume und in diesem vulkanischen Gestein Lava. Rhyolit, in denen sich Achate bilden können. Ich weiß, das schaut die Tennisbälle in der Baumgassener Wahl. Schaut mal, wie schön das ist, hier die Achate. Wenn ihre Eier so ausschauen, schmeißen sie es weg. Zu Ostern werden sie auch gefärbt. Ja? Und diese schönen Steine nennt jetzt der Fachmann Donnereier. Ich finde, das ist schön. Christoph Frommherz aus Linz bekommt einen 300. Danke. Bravo! Ja. So. Wer von euch hat Haustiere? Okay. Du nicht? Mein Katerchen ist gegangen vor einem Jahr. Oh. Ja. Also gestorben, ich glaube, der ist nicht mehr zurückgekommen. Nein. Weißt du jetzt aber. Ja, das ist wahnsinnig traurig. Hausstaub milden wir es da, keine? Jetzt mehr als früher. Ja, hast du einen Polster draus gemacht? Du kriegst ein Trostei. Jetzt gibt's mal eine Ruhe. Außer in deinem Leben, dass du den Bär sein Katzerl wirklich lieb gehabt. Nein, ich hab kein Haustier. Okay, alles klar. Hund, nehme ich an? Zwei Hunde, genau, richtig. Und zwei Katzen. Zwei Katzen, super. Was? Warst du schon mal beim Haustier-Stylisten? Das gibt's wirklich. Beim Haustier-Sadisten? Das bin ich selber, ja. Haustier? Ja, ich war beim Haustier-Sadisten, der hat einen Nachtkastel auf meine Katzen draufgedrückt und hat es noch ausgelacht. Genau. Ganz ein fieser Stylisten. Haustier-Stylisten. Stylisten, entschuldige. Okay. Der Stylist von der Haustier. Der Hundefriseur. Ja, der Hundefriseur, ja, aber es gibt so für alle Haustiere. Okay. Die Schildkröten kannst du nicht frisieren. Nein, aber du kannst dir nicht irgendein Graffiti auf den Panzer sprayen. Hallo. Okay. Ja, aber entschuldige, ein Banksy ist aber auf der Schildkröte. Na, hallo. Banksy. Aber dann wird's doch geschreddert. Ja, genau, kommt sie später rein. Danke. Aber jetzt kommt die Frage. Ja, bitte. Jetzt kommt die Frage. So ist es. Was ist der letzte Schrei bei Haustier-Stylisten? Wenn man so eine Berserkatze hat, dass man da so einen Seitenscheitel... Pass auf, was du sagst. Einen Seitenscheitel... Das sind ja die, die so einen buschigen Schwanz haben. Berserkatze, wenn man denen so einen Seitenscheitel macht, wo das Haar so ein bisschen so leicht schräg dann da so hinein ist und dann da so ein schmales Bartel. Die Schnurrbarthaare zusammen. Ja. So ein bisschen so, weil in Zeiten wie diesen, wo das wieder ein bisschen modern wird, und ist gut, so eine kleine Adolf-Katze. Ja, genau. Die nach Aber eine, gilt das, ich meine... Ein Stylist für Tiere, das ist ja viel. Es gibt ja Vögel, Katzen, Hunde, Meerschweinchen. Ist es Nägel lackieren? Ja. Na, wahrscheinlich. Nein, aber es gibt doch so viele Tiere. Ich meine, Genitalpiercing machen, ja? Ja. Bei Papageien hauptsächlich. Nein, bei Papageien machen Schnabelbleaching. Stoppe in die Kloaken. Genau. Na, aber das wird sein wahrscheinlich. Intimrasur bei Katzen. Ne? Wenn der Donald Trump vorbeikommt und sagt, grab him by the pussy. nimm dir eine Katze. Ja, du, das ist gar nicht so schlecht. Es hat nämlich indirekt, aber wirklich nur indirekt und also schelmisch gedacht, mit unserem Sendungsthema zu tun. Heute ist Tag. Das habe ich schon vergessen. Tag des Eis, ja. Und man rupft ein Huhn, aber nicht, um es zuzubereiten, sondern nur, weil man das so hübsch findet, wenn es nockert ist. Das ist der letzte Schrei. Beim Haustier-Stylisten. Den Händel ist ja auch heiß im Sommer. Also man sieht da ein bisschen die Federn. Sollen wir abnehmen? Aber mit dem Ei hat es was zu tun? Mhm. Aber dann ist ja noch kein Haustier. Man bemalt die Tiere. Ja, man bemalt und es hat mit unserem Sendungsthema. Man bemalt die Eier vom Hund. Die Hundehoden werden bemalt. Ja, pass auf.
Die heißen, das ist der neueste Beauty-Trend für Hunde. Ja. Der heißt Glitzerhoden. Oliver, kannst du das bitte mal vorführen? Nein. Hey, du musst das Bild weg. Kannst du das bitte mal vorführen? Ich will das auch haben schon. Das ist doch wunderbar. Das ist kindisch. Wenn ich das sehe, ich möchte direkt gerne ein Hund sein. Ja. Das machen sie ja nur zu Weihnachten. Aber da möchte man dem Besitzer oder der Besitzerin schon eine gesunde Watschen geben. Ja, oder? Ja, wieso? Das ist ja, das Tier leidet ja nicht drunter. Das sieht's ja nicht. Ja, sieht's ja nicht. Ja nicht, ja. Nein, interessant ist dann bei den anderen Hunden, wenn der eine goldene Schnauze hat. Aber die möchten doch, die Haut atmet doch. Auch die... Auch für die Hodenhaut, die atmet besonders stark. Ja, die schnappt richtig nach Nein, Luft. Nein, jetzt aber ernsthaft. Ja, das sind alles drüber sprühen. Ja, ja, das sind atmungsaktive Farben. Ja. Vegane, ja, genau. Vegane, atmungsaktive Glitzerfarben. Ja. Ja. Und das sind ja nur die Hoden. Ja. Du hast ja noch immer das Bild, du bist auch mit James Bond groß geworden und da war eben diese Goldfinger, wo die Frau mit Gold Genau. Ja, genau. Ja. Gut, ich finde das Ganze eine ganz fantastische Geschichte. Claudia Weber aus Wien, danke vielmals, dass Sie uns das geschickt haben. Ich hoffe, das ist nicht Ihr Hund. Ich muss aber, Oliver, das ist eine Sendung, die schon noch für die Jugend gedacht ist. Da musst du schon dazu sagen, don't try this at home. Mhm. Ja. Wenn jetzt alle anfangen vom Fernsehen, da haben ihre Hunde in zu bemalen, frage Man kann es ja vorher beim Opa ausprobieren. Die Seite schauen vielleicht so ähnlich aus wie die vom Hund. Schauen ähnlich aus wie die von Struppig. Struppig. Na, Hauptsache, ich habt so einen Spaß. Entschuldigung. Ich darf dann wieder die Seherpost öffnen nächste Woche. So, meine Damen und Herren, ich darf diese Herren. Meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Fassbar. Ich muss jetzt kurz mit Ihnen reden. Wir hätten gern weiterhin lustige Fragen, damit Sie solche Bemerkungen machen können. Die Adressen sind eingeblendet. Wir freuen uns über Glitzerhoden und alles, was Sie uns schicken wollen. Das Ding der Wir brauchen Cojones, okay? Und Dinge der Woche an die Postadresse, E-Mail, alles dabei. Schauen Sie einfach, was da eingeblendet ist. Und wir besuchen Sie auch gern mit der Kamera. Wir waren diese Woche bei einem Herrn in Wien. Einen schönen guten Abend. Ich bin Gerhard aus Wien. Im Jahr 1907 ist in Österreich der Verkauf von Erbsen sprunghaft angestiegen. Und ich möchte gerne von euch wissen, was war die Ursache dafür? Da wurde der Beruf des Erbsenzählers erstmals urkundlich anerkannt. Mhm. Und du konntest in der Ausbildung zum Erbsenzähler, das hat angefangen einmal mit, aber... Es war Glatteisgefahr. Genau, ja, jetzt kann ich mich erinnern. Glatteisgefahr, haben alle Leute Erbsen gekauft, damit sie es aber es war im Jahr 1907, das da ganze Jahr. Da kann ja auch Jahr, Glatteis gefahren sein. Ja, aber da nicht das ganze das. Jahr. Also das ganze Jahr. Naja, das weiß ich jetzt, es steht leider nicht dazu. Da war, da war ja oft im Juni noch Glatteis im 7. Jahr. Ja. Wegen der vielen Erbsen. Nicht, genau, da haben sie für die Erbsenstraße. Weil, es war nicht das ganze Jahr, aber ich glaube... Ich kann es dir nicht sagen. Nein, Reis war, früher haben die Leute, wenn sie Angst gehabt haben, haben sie Reis gestrahlt. Und da war Reis aus, dann haben sie Erbsen gestrahlt. Im 7. Jahr. Haben sie nicht gesagt. Dann haben sie noch gesagt, uns ist der Reis gegangen. Ja. Und gestern sind wir ganz schön die Erbsen gegangen. Oder vielleicht ist davon anders das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse rausgekommen. Genau. 1907, ja. Das haben alle nachgespielt. Haben sie alle auf die Erbse gelegt. Immer nur jeder hat Erbsen gekauft. Ja. Jeder hat auch Erbsen gekauft. Vielleicht, meistens ist es ja so, dass solche Trends entstehen, weil irgendetwas die Leute verzaubert. Heutzutage ist es vielleicht irgendein Beitrag auf irgendeinen sozialen Medien oder von einem Influencer. Damals war es vielleicht ein Schlager. Oder eine Operettenmelodie oder ein Gedicht. Ich habe vom Freund Helene die Erbsen gesehen. Das war schön. Das war schön. Was für ein Schlager. Ja, vielleicht. Du, der Kaiser. Der Kaiser. Hat gesagt, Erbsen sind gesund. Ja. Nein, hat er nicht. Der Victor hat den richtigen Weg eingeschlagen. Nur, es war plötzlich ein Trend, trendig. Ein Trend ist ausgelöst. Naja, aber das der Auslöser war ein Roman. Die Erbsen des jungen Werther. Eine Zeitungsgeschichte. Zeitungsgeschichte? Es war eine Zeitungsgeschichte. Eine Zeitungsgeschichte, aber was kam drin vor? Ja, aber es war, keine, es war eine Geschichte in einer Zeitung, aber keine Zeitungsgeschichte. Also sie sind gesund, sind die Erbsen.
Was das gesagt haben wir einfach. War es nichts mit dem Kaiser zu tun? Franz Josef hat auf irgendeinem gesagt, großen. Muss ich euch enttäuschen. Es hat diesmal irgendein Adeliger, der Erzherzog von Schasimwald. Nein. Ja. Nein. Hat nichts mit dem Kaiser zu tun, ausnahmsweise. Hat jemand Erbsen gegessen und gesagt, sie sind besonders gut? Ach, das habe ich schon gesagt. Nein, aber es ist lustig, wenn du jetzt so quasi die Richtung vom Viktor nimmst und das mit der ersten Antwort vom Florian vereinst, könnte man auf die richtige Antwort. Jesus, Maria und Josef, was hast du gesagt? Erbsenzähler, oder was? Erbsenzähler. Vielleicht gab es Geld. Ah, ja. Der, der am meisten gezählt hat, hat dein Geld gekriegt. Der Erbsenzähler von Erbsenzähler. Da gerade einmal fragen. Alle zwei Wochen kommt das vor bei uns. Der Erbsenzähler von Mexiko. Aber was hat der Flo gesagt? Na, der Flo, der Erbsenzähler. Jetzt braucht sie nur noch. Nein, ich weiß vor der Tür. Ich weiß es. Es ist wie ein Escape. Da war noch Strom ganz neu. Ja. Und auch sein Gleichstrom. Und die haben nicht gut, wie soll man das jetzt rechnen, was der Strom verbraucht hat. Ja. Und da ist der Strom durchs Kastel durchgegangen, da waren Erbsen drin. Und das war der Erbsenzähler. Also was ich, heute der Stromzähler ist, wo sie übertragen. Das war mit Erbsen. Okay, du hast ja ganz viele Erbsenzähler in der Wohnung. 3 Kilowatt waren ca. 4000 Erbsen. Ja, aber sehr lustig. Dein gefällt mir gut. Das ist so. Die Geschichte muss gewesen sein. Uli, wo ist dein Ei? Dass man durch eine bestimmte Anzahl von Erbsen irgendwas ganz Tolles bekommt. Es war irgendwas, was ich gesagt habe, Preis ausschreiben oder sowas. Wenn du zählst, ein Sackerl Erbsen, wenn du zählst, wie viel drinnen sind, kriegst wenn du Preis. Genau. Raten. Es war sowas, wenn du Sackerl Erbsen hast du gesagt? Ja, okay. Ja. Und zähl, okay, wir hören uns jetzt an, was der Gerhard Roth dazu zu sagen hat. Super. Moment, Gerhard Roth, bitte. Schuld daran war der Schatz in der Flasche. So hieß nämlich das Gewinnspiel einer österreichischen Tageszeitung, die von ihren Lesern wissen wollte, wie viele Erbsen in eine bestimmte Flasche passen. Und die Teilnehmer haben zu Tausenden kiloweise Erbsen gekauft, um das selbst ausprobieren zu können. Ich muss sagen, ist leider falsch, weil du hast Sackerl gesagt. Tut mir leid. Ja? Ups. Und? Upsi. Oh nein. Oh, gut. Herrlich. Der na, Schatz in der Flasche. Aber im Teamwork kann man das machen. Super. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, ob wir im Teamwork... Wir sind schon beim Ding der Woche, das geht flott. Jetzt kommt dein Handy raus. Nein, jetzt muss ich genau schauen. Ich habe da heute einiges vorbereitet, damit nichts schief geht. Erbs. Oh, mehrteilig? So. Das Ding der Woche, meine Damen. Das ist es? Das ist das Ding der Woche, ja. Na. Genau, und ich zeige Ihnen jetzt, wie ein Insert, wozu das Ding der Woche dient. Hm, ja, Sie erkennen einen Zusammenhang, vollkommen richtig. So, ich schmeiße es dir zu. Ja. Okay. Sag einmal. Plastikgelb. Mhm. Danke. Ja. Bitte, gerne. Ja. Ja. Da ist so eine Wellenlinie, die sich da entlang zieht. Mhm. Die geht aber nicht durch, weil da ist dann etwas... Das so fast ausschaut, wie wenn man eine Erbse aufnehmen könnte. Ja, was? Ne, da ist so eine Aussparung. Ja. Zwei Stifteln und ein halb, so ein Viertelkreis, würde ich sagen. Und da kann man dann so, kann man, wenn man ganz ungeschickt ist mit der Gabel und man, jeder weiß, eine einzelne Erbse zum Beispiel aufzunehmen, ist schwierig. Das kann, mit dem schafft man das. Ja. Nur wie kriegt man es wieder aus? Muss man außer zuzeln. Ja, genau. Ja. Viel Spaß. Warum das, warum diese Wellen, das ist vielleicht für Leute, die keine Haare am Kopf haben. Ein Massagestab. Nein, aber da kann man auch, da kann man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, man kann's zusammenstecken. 13, 14, 15, 16, zusammenstecken. Kann man ja. Versuch das mal zusammenzustecken. Danke dir. Hopp. So, okay. Nein, das ist ja gezackt. Nein, nur das Runde. Ja, Sapperlot. Und das ist eine, das ist wellenförmig, das ist gezackt. Wobei diese Aussparungen sind... Kann man es Runde aufs Runde? Nein, auch nicht ident. Ui, das ist, wenn man das so anschaut, das sind ja zwei Augen und ein Mund, das könnte ja ausschauen, wie wenn es lächelt. 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 Warum lächelst du so? Ich bin ein Zahnbürstel fürs Nüllpferd.
Das ist ein Schwangerschaftstest. Ja. Was macht es dann? Es verändert sich mit Blau. Man tut am Ei. Vielleicht kann man Früchte damit verschandeln. Ja, nicht durchschneiden, sondern einfach anbohren. Mit diesen und das macht dann auch ein schönes Muster. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel Agrumen, Orangen, Zitronen, kann man dann so ausdrücken, da kommt die Flüssigkeit raus und es hat ein schönes Muster. Der Saft kommt dann also in Zack-Zack-Form raus. Der Saft kommt dann in Zack-Form. Das freut mich, wenn es dann im Glas ist. Ja, wie ihr mich anlächelt, ihr zwei Mäuse. Kannst du bitte weitermachen? Grauenhaft. Vielleicht ein Umweltprodukt. Aus Plastik. Naja. Klassiker. Ganz im Trend unserer Zeit. Naja, pass auf, es ist ja das Hauptproblem bei diesen ganzen Klimawandeldiskussionen sind ja die Schadstoffausstoß-Dings und den schlimmsten ökologischen Fußabdruck haben die Privatjets und die Yachten. Mhm. Ja? Und jetzt sagt man, okay, die Leute, wir können sie nicht enteignen, aber wir müssen ihnen was zum Eintausch geben. Und man sagt, okay, statt ein Privatjet einfach das in die Hose stecken. Na, du hast nicht eine. Nein, tipp sofort wieder raus, ich will es nachher noch verwenden. Jo, nein, ich bin frisch geduscht, sage ich nur dazu. Naja. Er findet es nicht mehr. Aber die Frage. Die haben sie in der Blindennorm vergraut. Die Frage, die jetzt die Fernsehnation bewegt, hast du das unter die Unterhose auch schon oder nur zwischen Unterhose und Hose? Das lösen wir in der tausendsten Sendung auf. Da zeige ich dann meine Hosenkamera, die Filze, die dort geschossen wurden. Und die tausendsten Sendung sind so 490 Folgen. Da können wir dann auch den Glitzerhoden sehen. Ah, vielleicht kannst du damit noch Muster. Vor allem, weißt du, was wirklich grauslich ist? Ich weiß, wofür es ist und ich kann es wahrscheinlich jetzt nicht mehr auflösen. Eine Zahnspange. Entschuldige. Genau. Ja. Eine Zahnspange. Für Oralsex? Hat er gesagt. Ja. Es dann ist eine Zahnspange. Eine Zahnspange? Ja, 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 so ungefähr. Ja. Na, ihr werdet euch freuen. Aber ich weiß schon, wer das Endprodukt bekommt. Für die bekommt. Ohren? Nein, mach mal. Aber gib das Glas weg, du hast es hinterm Glas versteckt. Ohrspange. Eine Ohrspange. Was, ein Ohrspange? Ohrspange. Also Ohrspange. Ich gehe, das ist ein Mandel und ein Weiberl, glaube ich. Ne? Der eine ist ein Breitmal-Ding. Das ist, wenn man sie wehtun will am Auge und sie ja selber nicht mit dem Fingernagel berühren möchte, dann haut man sich das ein. Ja. Und ja, man macht das dann nicht oft. Ich gebe das. Steck das du ein, dann hebt er sie auf. Jetzt muss das im Mund nehmen. Aber es hat schon irgendwas, weil wenn du sagst, na jetzt muss es für irgendwas Essbares sein oder für Körperteile? Oder essbare Körperteile. Essbare Körperteile. Flügel, Schulterscherzerl. Rippal. Nein, aber man kann irgendwelche, oder man kann irgendwelche Muster ziehen in irgendwelche Speisen. Man kann, es macht irgendwelche, oder man tut das Obst ins Obst hinein. Ja, das hätte ich schon, das Obst, das hätte, Obst hinein. Das hätte ich schon gesagt, dass man Muster ins Obst hinein hat. Nein, du hast Moment, gesagt, auf der Torte, man legt es auf die Torte und dann kann man so einen Kreis machen und dann hat die... Hat die Torte ein Muster? Ein Muster. Ja, Furchengänger auf der Torte. Ja. Nia, hast du noch was dazu zu sagen? Warte, ich hab's da eh angewaschen. Jetzt möchte ich nicht wissen, Nia, möchtest du wichtig. Während der Beantwortung der Frage ein halbes Stück Kinder-Ei-Schokolade haben? Nein, ich habe eh das von der Uli. Nein, das ist meines. Möchtest du die helfen? Ja, ich hätte so gerne eine Schokolade. Ja, schau, aber ich gebe es dir. Ich glaube, es ist wirklich ein Schwangerschaftstest. Ich habe schon eine ein Schwangerschaftstest. Okay, Nia meint, es ist ein Schwangerschaftstest. Aber du kriegst eine Schokolade. Wenn du das... Kinder, das ist eine Fernsehsendung und keine Kinderjause. Du bist unterzuckert. Was war drin? Ich bin total unterzuckert. War gar nichts drin? Das ist kleine Hüpferl da. Mm. Magst du auch Schoki haben? Nein, danke. Okay. Ich glaube schon, dass es für Speisen was ist. Ich rede, während du isst, oder möchtest du reden? Du bist ein Schwangerschaftstest. Wie schmeckt es? Es ist ein Schwangerschaftstest. Und wie wird dieser Schwangerschaftstest verwendet? Du nimmst das in die rechte Hand. Also du jetzt für das den Mann? Das in die linke Hand. Moment. Ja.
Als Frau. Als Frau. Natürlich als Frau. Ja, ja, deswegen Frage. Pinkelst. Das heißt, wenn du nach 9 Monaten ein Kind kriegst, warst du schwanger. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Danke. Aber fürs Butterbrot, das man kann in der Schule fürs Butterbrot. Mhm. Es wäre so einfach gewesen. Also der erste Ansatz von dir, also in die Orange, deswegen habe ich das nicht gelten lassen können, dass sogar ein Muster in die Orange und dann über ein Zackenmuster sie auspressen. Nein, du hast gemeint, es ist um die Torte zu verzieren. Es wäre so einfach gewesen. Was haben wir denn heute für ein Sendungsthema? Es ist das Ei, das Muster fürs Ei. Das Muster für das Ei. Na, da war der Florian gar nicht so weit entfernt. Ja, damit. Ja. Pass auf. Ja. Was ist? Na, ich wollte krank jetzt mal. Da hast du jetzt ein Muster im Ei? Das zeige ich dir erst nach der Sendung. Ja. Aber deswegen musst du jetzt dann dieses Ei aufessen, Florian. So, pass auf, ja, eben. Deswegen habe ich auch extra von der Requisite heute Salz angefordert. So, jetzt muss ich das nur schaffen. Pass auf, das legst du so auf den Teller. Ich hoffe, das sieht man so. Und jetzt kannst du tatsächlich das Ei teilen und machst damit ein schönes Muster. So, darauf drücken. Ich habe das. Na ja, pass auf, ich zeig's dir. Wem fallen solche Sachen ein? Langjährige Häftlinge. Ja. Ich möchte ein Ei mit Bremsspur haben. So, pass auf. Und das hast du toll gemacht. Ja, und schaut's mal, was für ein schönes Muster dieses Ei hat. So. Wunderschön. Wunderschön. Aber. Oh. Weil wir ja die Lebensmittel nicht verschwenden, wird dieses Ei jetzt gegessen vom Florian Schäuber. Sehr gerne. Schaut nämlich aus wie der Hut vom Calimero. Das ist das weniger gesalzene. Das ist eben diese Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Ich hab's aufgesetzt. Du, aber Oliver, weißt hast du noch ein Schoko-Ei? Echt irritiert. Möchtest du noch ein Schoko-Ei? Ja, gibt's noch ein Schoko-Ei? Wieso schmeckt das nach Schäuber? Wieso warst du das? Aufding. Na, also. Na. Damit lassen sich hartgekochte Eier, das haben Sie gesehen, sehr dekorativ öffnen, vor allem, wenn man das so gut kann wie ich. Öffnen? Indem man sie gefühlvoll über die Zierleiste rollt, haben Sie alles gesehen. Wir bedanken uns bei Martin Steindl aus Elsbetten. Oh. Danke, 300 Euro Büchergutschein für das Ding der Woche, den Eierverzierer. Was gibt es Neues in der Dienstagnacht in ORF 1? Kennt ihr Reiseckers Reisen? Ja. Ja, der Mann mit der Brillenkamera ist wieder unterwegs. Ab Dienstag in 10 Tagen und dann wöchentlich bis in den Dezember hinein begibt er sich, der Dokumentarfilmer Michael Reisecker mit seiner eben Brille in der Kamera, wieder auf Suche nach regionalen Originalen und gewährt uns herzliche Einblicke in Land und Leute. Und wir haben den Michael Reisecker angesichts der neuen Staffel gebeten, uns heute eine Frage zu stellen. Grüß euch, also ich freue mich, wenn ihr wieder mitreist mit mir. Ab 22. Oktober geht's los in der Dienstagnacht durch bunte Regionen Österreichs und darüber hinaus. Meine heutige Frage an euch führt mich aber ins südliche Wiener Becken. Warum hat man dort mitten im Flachen 1841 den ersten Bahntunnel Österreichs gebaut? Der Bussitunnel. Ja! Ja, zum Küssen, damit sich die Leute, damit es finster ist, wenn sie durchfahren beim Bussitunnel und dass man ein bisschen quasi die Vorstufe zum Darkroom. Danke. Der erste mobile Darkroom. Das ist der Bussitunnel. Das Super. Lustige ist, dass das richtig ist, aber nicht die richtige Antwort. Aha. Deswegen wurde der Tunnel nämlich nicht gebaut. Ach so. Ja, weil es stimmt. Nein, das stimmt so. Er wurde dann Busseltunnel genannt und es geht sich genau ein Bussel aus, wenn du durchfährst. Aber er ist in einer Gegend, wo eben keine Berge sind. Das ist völlig sinnlos, einen Tunnel zu bauen. Aber warum wurde er gebaut? Haben Sie, in was haben Sie den Tunnel gebaut? Da ist dann. Na, was aufgeschieht. So wie ein. Man Mogel gemacht, weil der Tunnel war damals noch nicht erfunden. Aus dem Mogel gemacht und gesagt, wie kommt man da mit einem Zug durch? Und dann haben sie das gerochen.
Nein, du bist jetzt völlig, sei nicht frustriert. Nein, ich bin richtig, irritiert. Bus, aber, irritiert, gesagt, ja, besser irritiert. Du bist nicht irritiert. Aber es ist der Puzzleton, du hast vollkommen recht, aber er wurde nicht aus diesem Grund gebaut. 1841? Ja. Na, warte, nicht so schnell. 1841, ja. Er wurde nicht gebaut, dass das jemand durchfahren kann und sich ein Puzzle. Er wurde zweckentfremdet. Eisenbahnen überhaupt gewesen sein. Ja, die allererste Linie. Aber es ist gleich als Eisenbahntunnel konzipiert worden, einfach nur ein Tunnel und dann die Schiene. Ja, ja. Das ist der älteste Bahntunnel Österreichs. Naja, schauen Sie, es war zwar die Monarchie, aber das System Österreich hat damals schon genauso funktioniert wie heute. Ja. Da war ein Baron, der finanziell ein bisschen gekracht hat und der gesagt, ich weiß nicht, wie ich zu Geld kommen soll. Mein Bauunternehmen funktioniert nicht. Dann hat sein Cousin gesagt, du, ich kenne da jemanden, der kennt jemanden. Und kannst du mir helfen? Ja, ja, da werden wir an höchster Stelle anfangen. Und ich, hast du eine Idee? Sag ich, wir könnten einen Tunnel bauen. Ich sag, ja, aber was da mitten im Flachen? Na ja, die da oben, denen ist das eh wurscht. Und dann ist es so hin und her gegangen und da hat jemand gekannt, der jemanden kennt. Russische Oligarchin. Russische Oligarchin, dann auch noch mit gar besoffene Geschichte. Aber da steht er. Da steht er. So, und jetzt kommt der Knaller, das ist quasi die richtige Antwort. Nein! Hey. Nein, nicht ganz, aber ich, nicht ganz, aber es ist in Wahrheit, es ist super, Victor, wirklich Bravo. Super. Wie gesagt, kleine Schönheitsfehler, aber die Geschichte war, gefällt mir eigentlich viel besser als das Original. Um das heutige Sendungsthema auch zu würdigen, an den Schamhahn herbeigezogen von mir. Aber. Ja, aber... Wahnsinn. Na, so toll. Ja. Der Michael Reisecker sagt uns jetzt, was es genau mit diesem Busserl-Tunnel auf sich hat. Ja. Also ganz ehrlich, dieser netter 165 Meter lange, aber erste und älteste Bahntunnel Österreichs erfüllt überhaupt keinen Zweck. Der ist netter entstanden, weil es der kindliche Wunsch des damaligen Kaisers Ferdinands war. Naja. Der wollte einfach einen Tunnel. Es gab keinen Bedarf für einen Tunnel. Und der ich will keinen Tunnel haben. So ist es. Ja, vielleicht wollte er doch einen Darkroom haben. Er wollte ihn nicht sehr aktiv vermocken, weil er ein U-Boot gehabt hat. Nein, aber ich muss dazu sagen, Florian, der Florian Schäuber hat trotzdem mit seinem Busserl-Tunnel recht gehabt. Das ist der Busserl-Tunnel, vollkommen richtig. Nur der Grund war eben ein anderer. Was ihm getrieben hat. Das niedere Volk hat es zum Busseln quasi dann verwendet. Eine Frage geht sich noch aus. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause habt, einen Staubsaugerroboter. Roomba genannt. Das sind diese runden Dinge, die du kriegst. Nein, wir saugen noch selbst. Ja. Da, schau, da ist er, der Roomba. Danke, dass du das gesagt hast. So. Dieser Staubsaugerroboter, ich habe einmal bei Leuten sowas gesehen. Das ist wirklich echt angenehm. Das fährt da durch die Gegend, lernt auch, wo die Kanten und die Ecken sind. Ich finde das super, wenn Katzen draufkommen, wie das funktioniert und dann mit dem durch die Gegend fahren. Das finde ich super. Ja, das ist quasi das Seniorenmobil der Katze. Genau. Und was hast du dann noch beobachtet? Na, pass auf, es geht um eine Frage. Nämlich ein Bastler hat jetzt diesen Roomba, diesen Staubsaugerroboter, um ein besonderes Feature erweitert. Und damit hat er sogar unlängst in die Schlagzeilen geschafft. Das weißt du auch schon wieder? Nein, weiß ich nicht, aber ich mutmaße, der ist ein Spanner oder eine Kamera hineingegeben, damit er den Mädeln unter den Rock schauen kann. In seiner eigenen Wohnung? Naja, wer weiß, wer da auf Besuch kommt. Wie geht's denn bei dir zu? Der lädt die Mädel ein. Der sagt, kommt in meine Wohnung, ich hab so schöne. Aber ich weiß es. Ich würde gern mit dir eine Runde saugen. Kommt euch mein Hund an. Schaut euch mein Hund an. Bei mir kann man vom Boden essen. Weil der Tisch schon vollkramt ist. Vom wo? Vom Boden? Ich hab vom Boden. Ich weiß. Ich hab schon die Kitzerballen. Die Uli weiß es. Nein. Die Uli weiß es. Also. Alexa hat da draus gemacht. Alexa? Mhm. Wieso? Naja, Alter, geh ins Schlafzimmer, da ist schon sauber. Ja. So ungefähr so. Genau. Danke. Ich hab gesagt, der hat mir da
Hast du das Luchknädel nicht gesehen? Das Luchknädel. Ja, was ist das Feature, dass er so dass quasi... Dass er damit sprechen kann. Ab ins Bad. Weißt du, was das Tolle ist? Das fährt eh von selber hin. Ja. Er muss ihm das nicht sagen. Nein, der lernt das selber. Ein Staubsaugerroboter lernt, wie die Wohnung aussieht. Genau. Fährt gegen die Kanten, da kann ich nicht weiter. Und das nächste Mal fährt er nicht mehr gegen die Kanten. Und dann zeichnet er Pläne für andere Wohnungen. Ja, außer du stellst was um, dann fährt er wieder dagegen. Aber vielleicht von wegen so, Alexa, vielleicht hat er einen Lautsprecher drauf. Ja. Ja. Das ja. Macht Musik, während er fährt. Das ist super. Na, das oder es ist umgekehrt. Nicht aber der Staubsauger selber kann reden. Für Leute, die sehr einsam ist, sagt dann der Staubsauger am Schluss, Dragica, jetzt fertig. Dragica, fertig, bitte. Ja. Oh ja, ich weiß es. Du weißt, die Juli weiß es. Herrlich. Ich weiß es. Großartig. Für Einbrecher. Für Einbrecher. Dass Einbrecher glauben, es ist jemand zu Hause. Er hat einen Lautsprecher drauf und sagt, Schatz, kannst du mir mal den Kaffee holen, dann selber und so. Also es sind Gespräche. Dialoge. Dialoge drauf. Oder er sagt zum Einbrecher, putz dich. Das putz dich, genau. Oder wage nicht einzubrechen, sonst sage ich dir wieder. Waff, er bellt. Er bellt. Und der Einbrecher aber glaubt, wieso weiß der Staubsauger-Roboter, dass es ein Einbrecher ist? Na, weil er anders riecht. Das auch gut. Er kennt's. Also der Lautsprecher gefällt mir schon mal sehr gut. Allerdings ist es etwas anderes, was dieser Staubsauger-Roboter, der Roomba, absondert. Absondert? Naja, Musik nicht. Was? Musik nicht. Nein, keine Musik. Der sondert ab? Naja. Also er gibt was zum Besten. Er gibt Laute von uns. Also Laute. Ja, er liest, hört. Aber Natur. Er sagt aber nicht, er sagt nicht, Dragica fertig. Oder Meer. Bitte? Natur. Nein. Vögelgezwitscher. Er liest Vogelgezwitscher. Was? Vögelgezwitscher, hallo? Was soll ich sagen? Der ruft mal nicht zu. Nein, der Gernot hat schon dreimal was gesagt und niemand hat ihn gehört. Wer? Der Gernot. Es liest Hörbücher vor. Es liest, warum sagst du das nicht gleich? Das ist falsch. Und jetzt hat er gesagt, er holt mir nicht zu. Nein. Aber er sondert was ab. Er sondert was ab. Alexa-Staubsauger. Ja, weil die oft fertig sind, schnell, weil das sind ja gute Staubsauger. Jetzt ist, dass ihm nicht fad ist, du das selber stauben und dann. Abstauben. Und am Schluss sagt er, ich habe fertig. Ja. Nein, er sondert was. Ein Duft. Nein. Aber was kann man noch aufsondern? Nein, es ist schon sprachlich. Aber und Strümmel. Sprachlich. Nein, ihr wart schon richtig. Also, du hast gesagt, Dragica fertig. Sagt er nicht. Er ist ein Lautsprecher. Er hat einen Lautsprecher eingebaut. Ja, den Lautsprecher eingebaut, aber... Über den kommt aber keine Musik. Keine Musik. Das Betreiberverkehrspunkt sagt er, wo er Stau ist, im Wohnzimmer. Achtung, im Wohnzimmer stehen drei Sessel im Weg. Ganz leise. Und spielt den Ton von einem ganz lauten Staubsauger ab. Man glaubt, das Ferrari! Ja, ein Ferrari-Staubsauger. Mimikry! Oder er ist für alleinstehende Menschen, wenn ja. Also für Singles. Also drum ist was für den Oliver. Was? Er hat gesagt, das ist was für alleinstehende Menschen, für Singles. Also er spielt für alleinstehende Frauen, die keinen Mann haben. Der ja, sagt das, in jedem Oliver, du bist schön. Aber dreckig. Oliver, du bist der fährt ins andere Zimmer rüber und sagt, Schatzi, bring mir Bier. Nein, du, als wäre ein Mensch. Ich habe euch doch vorher gesagt, dieser Staubsauger-Roboter, der Roomba, muss aber lernen und er fährt immer wieder, weil du ja auch die Wohnung ab und zu umstellst, also die Möbel oder irgendwelche Dinge. Fährt der wo? Aua, sagt er. Aua. Aua. Er sagt mehr als Aua. Aua. Ja, Uli. Uli. Ach so, der sagt. Masi, der sagt. Der sagt nicht Aua. Der schreit. Oh weh, hast schon wieder einen Kosten verstellt, du Arschloch. Das ist noch richtiger. Tatsächlich, dieses Feature lässt diesen Roomba, immer wenn er wo dagegen fährt, obszönst, fluchen und schimpfen. Bravo. So, pass auf. Wir haben... Ja. Bravo. Jetzt ist es nur so. Er stößt markerschütternde Schmerzensschreie aus. Aua!
Und das, es gibt das nur im Moment in Amerika, in den USA. Ja. Es gibt nur eine englischsprachige Version. Und es war uns ein riesengroßes Vergnügen, euch und Ihnen exklusiv den österreichischen Roomba vorzustellen. Ich möchte ihn besprechen. Wir konnten dich vorher nicht einladen, weil dann hättest du die Antwort gewusst. So mussten wir leider einen nicht ganz so talentierten Menschen, nicht so einen ganz talentierten Menschen nehmen, aber Sie sehen nun den ersten österreichischen Roomba beim Saugen, der flucht und schimpft. Bitte. Ah, Gebiete! Alter! Hier! Au! Jetzt geschehen! Aua! Alter! Alter! Autsch! Gebiete, welcher Pulkoffer hat das Heidelbad? Der erste österreichische Roomba. Hallo! Meine Lieben, ihr wart ein großartiges Team. Es war eine fantastische Sendung. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Schon am nächsten Freitag bei Was gibt es Neues? Schönes Wochenende. Alles Liebe. Roomba. Roomba. Roomba.